Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Medieval Dynasty. Das Materiallager ist leider nicht ganz fertig geworden. Ich musste zwischendurch noch mal ein bisschen kochen, weil unser Koch nicht mehr hinterherkommt mit den ganzen Leuten und wir wollen noch zwei holen. Und genau das ist auch der Plan für heute. Wir springen jetzt rüber in den Winter. Dann können wir noch mal kurz zum Materiallager gehen, schauen, ob wir da noch was haben, was wir verkaufen können. Und dann müssen wir mal gucken, unsere Frau könnte dann auch schon so weit sein, ne, dass sie wieder arbeiten möchte. Oh, und ist kaputt. Radomir, du Dad? läufst! Hallo, Papa! Lass mich dich mal genauer ansehen. Was kann der? Handwerk und Überleben. Aber ist ein Überlebenskünstler. Ich kann dir doch nicht wirklich einen Arbeitsplatz zuweisen. Nee, wollte gerade sagen, ist zu jung. Ja, das Haus muss repariert werden. Was können wir bei dir noch machen? Speisemeuchel. Vater, schau, was ich gefunden habe. Du sollst es haben. Sehr schön, danke sehr. Mach mal etwas Platz, Junge. Auf Wiedersehen. Unser Sohn kann laufen. Oh, wir müssen uns Winterklotten anziehen. Fällt mir gerade so ein. Und wir können mal unsere Schuhe ablegen. So, da haben wir Winterklotten. Zack, zack, zack. So, dann sollten wir jetzt auch nicht mehr frieren. So, Jungchen, du musst jetzt aber wirklich mal ein bisschen Platz machen. Mach Platz. So, und du möchtest wieder arbeiten gehen? Das freut mich zu hören. Wir müssen auch mal zusehen, dass wir ihr ein Geschenk für sie finden. Moment. Du konntest doch noch mehr, ne? Du kannst jagen, Landwirtschaft und Handwerk. Du kannst eigentlich alles. Ach, ist das schön. Sie wird auf jeden Fall weiter Landwirtschaft machen. Bei uns. Sie soll sich nämlich um die Pferde kümmern, habe ich mir gedacht. Passt ein bisschen, meine Frau hat auch Pferde, also im Real Life. Da kann sie nämlich sich auch ein bisschen um Pferde kümmern. Jetzt müssen wir mal gucken, ist denn in der Scheune noch Platz? Ja, sehr schön. Ah, dann mach du doch noch mal Landwirtin mit. So lange. So, jetzt habe ich gerade gesehen, wir müssen natürlich ein bisschen was reparieren, ne? Das ist jetzt ärgerlich. Sollten wir aber vielleicht tatsächlich machen, nicht, dass die Bewohner jetzt endlos viel Brennholz brauchen zum Heizen. Das wäre noch viel ärgerlicher, als dass wir ein bisschen was reparieren müssten. So, hüp hüp. Ich nehme da mal an, wir brauchen Stöcker und Stroh zum Reparieren. Dann lass uns doch mal schauen. Stöcker, Stöcker, Stock. Nehmen wir mal so, ja, 86 soll reichen und keine Ahnung, 100 Stroh soll auch reichen. Dann machen wir einmal kurz eine Reparaturrunde. Ja, wäre einfacher im Menü nachzugucken, was repariert werden muss, ne? Aber ist egal, machen wir jetzt so. Oh, ich habe vergessen, den Hopfen zu ernten. Wir hatten doch Herbst, ich hätte den Hopfen doch ernten können, so einen Mist, den hätten wir jetzt natürlich auch gut verkaufen können. Ach, so ein Dreck. Was du nicht im Kopf hast, ne? So. Hier ist die Wand kaputt. Da drüben sieht alles ganz gut aus eigentlich, ne? So. Einmal kurz hier drüben schauen, aber es sieht ganz gut aus von hier aus. Kräuterhütte, Holzfäller, alles noch fit. Sehr schön. Brauchen wir uns darum nicht kümmern. So, dann rennen wir wieder zurück, laden alles ab, sprechen mit Alvin, ganz wichtig. Unser Jungchen turnt hier ein bisschen auf der Straße rum. Sagt den Durchreisenden Hallo. Aber immer schön freundlich, ne? Und Schneebälle spielen. Der kann doch eigentlich Schneeball bauen, ne? Ist so ein Winterkind. Ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre alt. Da kann er doch eigentlich mal einen Schneemann bauen. Hier, wo der Marktplatz hin soll, können wir mit dem Schneemann bauen. Das wäre doch was.
Ja, jetzt seht ihr wahrscheinlich auch, warum ich im Winter ein bisschen Steine sammeln möchte. Ich sehe die jetzt einfach viel besser und renne nicht immer drüber her und brauche auch nicht immer diese tolle Special-Sicht da, um die überhaupt zu finden. So, legen wir alles ab. Und was können wir jetzt verkaufen? Steinmesser haben wir nur noch zwei. Steinmesser habe ich übrigens gebaut, genauso wie Steinäxte habe ich gebaut. Weil wir hatten kaum noch welche. Jetzt sehe ich gerade, jetzt sind schon wieder sieben drin, haben so ordentlich was nachgeschoben, war. Zwei Trinkschläuche, die Steinpfeile können wir verkaufen, eine Fackel, die kleine Gürteltasche. Hat die noch gar keine Schuhe gefertigt? Die hat noch gar keine Schuhe gemacht, das habe ich doch eingestellt, dass sie Schuhe machen soll. Das wundert mich jetzt aber. Habe ich das vergessen? Nee. Gucken wir einmal nach. Näherei. Ach, wir haben derzeit keine Näherin, weil wegen ist so. Nein, weil wegen ist wahrscheinlich schwanger, ne? Radomir hat nichts zu tun, aber der kann auch nichts machen, logischerweise. Harald ist 0. Zygmunta ist auch 0. Und die sind auch alle 0. Unser Sohn ist mit Abstand der Älteste mit 2 Jahren, ne? Der Rest ist deutlich jünger. Der Rest ist alles 0. Der Rest ist alles gerade erst geboren, so wie es ausschaut. Ja gut, dann werde ich im Winter vielleicht auch mal ein bisschen Schuhe für uns basteln, ne? Haben die Schweine Nachwuchs bekommen? Das wäre doch mal richtig toll. Ich sehe gerade kein Ferkel hier rumrennen. Und es gab auch gar kein Ereignis, ne? Ne, Schweine steht noch immer auf 2, schade. So, wenn die Küken ausgewachsen sind, dann können wir eigentlich 2 auch wieder verkaufen. Wir brauchen ja eigentlich immer nur einen Hahn, ne? Wo wir können auch vorsichtshalber in Reserve einen zweiten Hahn behalten. So, wir rennen aber nach Gostovia. Wir sollen nämlich mit Alvin sprechen. Die Quest haben wir ja auch noch. Ist mir gerade so eingefallen, spontan. So, und wir brauchen 2 Leute. Einer für die Jagdhütte, Fähigkeit Jagen. Und zweite ist für die Schmiede 2, ne? Dass wir da weiter schmieden können. Und Näherei werde ich dann den Winter über übernehmen. Also die nächsten 2 Jahre wahrscheinlich übernehmen. Und ja gut, da ist ja eigentlich nichts großartig Wichtiges. Das sind ja nur Sachen, die wir verkaufen, die wir da herstellen. Aber dann kann ich die Sachen zum Verkaufen auch gerade selbst herstellen. Ja gut, Säckchen wäre wichtig. Da müsste ich darauf achten, dass wir mal genug Säckchen haben. Trinkschläuche verkaufe ich auch nur. Genauso wie die kleinen Gürteltaschen. Und was noch? Schuhe. Ja, aber Schuhe verkaufe ich ja auch nur, es sei denn, unsere sind durchgelatscht. Juh, den Hammer könnte ich eigentlich mal wegnehmen, oder? Alvin, wo bist du? Alvin, sprich mit mir. Was macht Alvin denn hier in der Scheune? Edwin? Alvin! Hallo! Hallo, mein Freund! Wie geht es dir? Nun, genau wie damals, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Du siehst nicht glücklich aus. Warum denkst du das? Du musst dir nicht so viele Sorgen um mich machen. Bist du sicher, dass dies das Leben ist, das du dir wünschst? Nein, aber das ist die einzige, das ich habe. Das ist das Einzigste, was er hat, meint er wahrscheinlich. Und wie du weißt, habe ich viel Arbeit vor mir. Ich verstehe. So, jetzt müssen wir mit Giselda sprechen. So, zeig mir deine Ware. Verkaufen wir jetzt erstmal ein bisschen was. Hier oben haben wir nichts, ne? Trinkschläuche können wir 2 verkaufen. Steinpfeile können wir 10 verkaufen. Eine Fackel weg. Eine kleine Gürteltasche weg. Die Körbe können auch noch... Ne, die Holzriechen, die behalten wir. Die sind schön. Die hat Sambor für uns gebastelt. Also behalten wir die auch. So, Gisela, die ist... Och, da hinten in Lesnica ist die. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen hier einmal ums Feuerchen rum. Oh, ist da einer dazugekommen? Das wäre natürlich ideal. Du kannst aber nichts. Du kannst auch nichts. Und du? Kannst auch nichts. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir hier 3 Leute sitzen, die nichts können. Das ist ja klasse. Gut, dann würde ich sagen, ich renne mal nach Denica. Da schauen wir nochmal nach, ob wir da jemanden finden, der bei uns arbeiten möchte. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.
So, da sind wir wieder. Ich habe unterwegs einen Karren gefunden. Da war ein bisschen Flachshalm und eine Bronzesichel drin. Und wieder ein paar Baumstämme mit einer Steinaxt, allerdings ohne Met dabei. Das heißt, der Holzfäller war wohl nicht besoffen. Der hat sich einfach so verlaufen. Schlechter Orientierungssinn. Oder Beruf verfehlt, kann natürlich auch sein. So, dann lass uns doch mal hier schauen. Was kannst du denn Schönes? Du kannst überleben, verhandeln. Brauchen wir beides nicht, schade. Henrik, was kannst du? Jagen und verhandeln. Dann darfst du zu uns ziehen. Verwaltung. Henrik. Darfst einmal in das leere Haus ziehen. Und du darfst jagen, haben wir jetzt gesagt. Kann der, ne? Dann darfst du in die Jagdhütte. Fehlt da einer an der Jagdhütte? Habe ich das richtig gesehen? Ach so, nee, da war eine Frau drin, die ist bestimmt schwanger, bestimmt jetzt das Kind bekommen, ne? Genau, die schwangere Frau ist raus. So, Henrik will bei uns mitmachen. Dann rennen wir mal nach Lesnica. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, verkaufen wir hier gerade unser Zeugs? Können wir eigentlich, ne? Hallo, zeig mir deine Ware. Flachshalme behalten wir sicherheitshalber. Wir hatten doch die Bronzesichel, die können wir verkaufen. Bronzesichel, sehr schön. Leb wohl. 123 Münzen haben wir gekriegt, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Wie viel haben wir eigentlich? 2300, damit müssten wir uns sogar die Steuern leisten können, oder? So, ich würde sagen, diesen kurzen Weg, den machen wir zusammen. Und falls wir da dann niemanden finden sollten, wir brauchen jetzt nur noch eine Handwerkerin, ne? Genau, eine Frau, die gut in Herstellen ist. Hoffen wir mal, dass wir die da finden. Falls nicht, muss ich noch ein bisschen weiter suchen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir unterwegs hier noch irgendwas sehen. Aber sieht nicht so aus, ne? Ne, sieht nicht so aus. Bin mal gespannt, wann der nächste Herold kommt, wann der wieder eine Königsquest hat. Da habe ich eigentlich immer so gar keine Lust zu. Zumal die manchmal Sachen wollen, die wir einfach nicht erfüllen können. In der ersten Staffel, als die neu implementiert wurden, als sie neu dazu kamen, da wollten sie ja gleich Wolle haben. Wir hatten noch überhaupt keine Schafe. Da haben wir, glaube ich, die erste Quest gleich verkackt gehabt, ne? Die zweite haben wir gerade so geschafft mit Brotbacken und so ein Blödsinn wollten sie alles haben. Aber das ist immer ziemlich blöd, diese Herold-Quests. Die hätten sie sich echt schenken können. Zumal man vorher nicht sieht, was genau die wollen, ne? Wenn man das vorher sehen würde, dann könnte man sich entscheiden, ob man die annimmt oder nicht. So, eine Handwerkerin brauchen wir. Du bist ein Herr. Und da sitzen auch nur zwei Herren. Das gibt's ja wohl nicht. Handwerkerin gibt's ja anscheinend nicht mehr. So, dann wollen wir doch mal mit ihr sprechen, Gisela. Was ist denn, was ist diesmal? Sei gegrüßt, große Jägerin. Ich komme in Frieden. Was willst du? Gleich zur Sache. Also gut, erinnerst du dich an Alvin? Natürlich. Nun hat es dir gefallen, ihn zu unterrichten? Was hast du vor? Weißt du, er ist ein guter Jäger, aber es hat ihn sehr verletzt, als er gegen mich verloren hat. Und warum erzählst du mir das? Was geht mich das an? Du bist als eine der besten Jägerinnen im ganzen Tal bekannt, aber mir ist aufgefallen, dass du oft alleine im Unterholz umherstreifst. Ist das nicht eine große Belastung? Manchmal, aber ich genieße meinen Freiraum. Das verstehe ich, trotzdem könntest du nicht doch einen Lehrling gebrauchen? Ich bin überzeugt davon, dass Alvin nicht für die Feldarbeit bestimmt ist. Ich habe keine Verwendung für einen Jammerlappen, der jedes Mal aufgibt, sobald er verliert. Das kann ich verstehen. Bitte bring mich nur nicht um für die Idee. Noch bin ich nicht in der Stimmung dazu, also fordere es nicht heraus. Oh, und sollte das ein Witz als Witz gedacht gewesen sein, seid ihr im Klaren darüber, dass ich keine Freundin von Witzen bin. Weiter. Um zum Thema zurückzukommen, es stimmt,
Ich habe dem Bürschchen einige Dinge beigebracht. Ich habe vielleicht sogar ein Angebot für ihn. Eines, das er nicht ablehnen kann. Das ist großartig. Ich werde ihm... Mein Angebot ist ein Weg, der nur in eine Richtung führt. Es gibt kein Zurück. Aber bevor wir beginnen, ihn zu gehen, muss Ivy mir etwas Besonderes bringen. Etwas, das mir beweist, dass er das alles überhaupt verdient hat. Ich will sehen, dass er für das bereit ist, das ihn erwartet. Das wird er, danke, dass du ihm eine zweite Chance auf einen gemeinsamen Weg mit dir gibst. Ich jage alleine. Ich habe Alvin vielleicht ein paar Tipps gegeben, aber ich bin keine Lehrmeisterin. Ich habe vor, ihn nach Süden zu schicken, jenseits der Berge. Er wird in mein Heimatland reisen, dorthin, wo ich selbst alles gelernt habe, das ich kann. Das Jagdwissen und die Fähigkeiten meiner Landsleute reichen selbst jetzt noch weit über die Meinen hinaus. Ich habe mich hier niedergelassen und eine Familie gegründet. Das verlangt all meine Aufmerksamkeit. Deshalb muss Alvin die über unberührte Wildnis an der Seite eines anderen Meisters kennenlernen. Das heißt, dass er das Tal endgültig verlassen wird. Eine Herausforderung, aber ein entscheidender Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Vergiss nicht, dass er mich zuerst von sich überzeugen muss, sonst habe ich kein Geschäft. Jetzt mach schon, dass du wegkommst. Bin schon weg. Das Gespräch war zum Großteil gleich mit dem von Sambor in der ersten Staffel, wo wir Alvin zu Sambor geschickt haben. Aber nur zum Großteil. Der Schluss ist ein bisschen abgewichen. Zumal in der ersten Staffel, als wir den zu Sambor geschickt haben, ist er auch im Tal geblieben. Da war er die ganze Zeit bei Sambor. Und jetzt soll er das Tal komplett verlassen. Bin ich mal gespannt, ob er das mitmacht. So, aber ich würde sagen, wir finden Jäger. Banditen. Ich wollte gerade sagen, ich schalte euch kurz weg und renne das Stück alleine. Na, warum willst du denn nicht umfallen? So. Naja, dann können wir die Jäger mal ein bisschen ausnehmen, beziehungsweise die Banditen ausnehmen. Damit habe ich jetzt irgendwie nicht gerechnet, dass die hier sofort sitzen. Ich habe da vorne einen Karren gesehen, da wollte ich eigentlich hingehen. So, 4 Äpfel, gebratenes Fleisch, Zwiebel, Bierflasche und auch 50 Münzen. Alter, das mit den Münzen ist toll. Könnten wir ein bisschen mehr dabei haben. War aber auch kein Bogenschütze dabei, ne? Die haben hier ihr Lager aufgeschlagen und da ist noch so ein altes Zeltlager, ja? Met, Tontasse, Block. Böcker brauche ich nicht. Ah, da steht noch was. Trinkschlauch. Oh, war aber ein kleines Lager. Aber dafür haben sie gut Münzen dabei gehabt. Oder gehört das zusammen? 75 Münzen, einfacher großer Rucksack. Oh, den können wir gut verkaufen. Sack, gesalzenes Fischfilet, Haferbrötchen, Meerkornbrot, Salzfleisch, Weizenbrot. Und hier? Einfacher kleiner Rucksack. Aber das lohnt sich immer mal wieder, oder? Also wenn das zu oft kommt, ich habe ja mal gesagt, eigentlich könnten die Banditen ein bisschen öfter kommen. Sehe ich jetzt ein bisschen anders. Ist jetzt nicht so, dass mich das nerven würde oder so. Aber der Loot ist einfach zu gut, finde ich. Wenn die dann zu oft kommen, dann macht es eigentlich keinen Sinn mehr, eine Dynastie zu gründen und ein Dorf aufzubauen. Weil dann schreift man einfach durch die Wälder und ballert die Jäger über den Haufen und dann kann man sich sein Leben auch finanzieren. Gut Leute, jetzt würde ich aber sagen, ich mache einen kurzen Cut und wir sehen uns im nächsten Örtchen wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder im nächsten Örtchen angekommen. Wollen wir doch mal schauen, ob wir hier eine Handwerkerin finden. Kommst nur du in Frage, ne? Aber du bist auch leider keine Handwerkerin. Du bist aber gut im Abbauen. Sollten wir uns merken vielleicht. So, dann lass uns doch mal hier nach Nada gehen. Zeig mir deine Ware. Du willst uns Sachen abkaufen, das weiß ich doch. Steinpfeil. Was haben wir denn noch alles gefunden? Großer Rucksack, einfacher kleiner Rucksack. 4 Äpfel. Das Fleisch gammelt vor sich hin, das darfst du auch haben. Das gesalzene Fischfleisch würde ich in dem Fall jetzt wirklich mal behalten. Meerkornbrot,
Met. Salzfleisch darfst du haben. Den fast kaputten Trinkschlauch. Der hat keine Münzen mehr. Gibt's ja wohl nicht. Das kann er noch haben, das kann er noch haben. Und die Tontasse kann er auch noch haben. Und das Weizenbrot kann er nicht haben, weil er kein Geld mehr hat. Na gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir halt nach Tutki. Ja, dann klappern wir jetzt so rum die Dörfer ab, bis wir hier in Borrowow wieder sind. Und dann gehen wir rüber zu Alvin, oder? Das heißt, ich würde euch wegschalten und dazu holen, falls was Interessantes passiert, falls wir angegriffen werden oder falls wir eine Bewohnerin finden. Und ansonsten sehen wir uns gleich bei Alvin. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir haben zwar keine Handwerkerin gefunden, aber wir haben Gerarda gefunden. Sie wäre gut im Jagen. Das heißt, sie darf bei uns einziehen. Und dann gehen wir mal kurz auf Verwaltung. Der Ansgar, der kann nämlich genauso gut Handwerk wie Jagen. Das heißt, Ansgar darf jetzt als Schmied in der Schmiede 2 arbeiten. Dahin. So. Und unsere neue Dame darf einmal komplett umziehen. Und zwar in das Haus rein und darf dann einmal in der Jagdhütte arbeiten. So. Dann wird es zwar wahrscheinlich auch irgendwann ausfallen wegen Nachwuchs, aber ist ja halb so wild. Das kriegen wir schon kompensiert. Dann würde ich nämlich mit euch nur noch nach Alvin laufen. Und unterwegs würde ich einmal kurz anhalten und Dung kaufen, damit wir daheim Dünger herstellen können, damit wir genug Flachs ernten im Frühjahr. Aber da die Folge schon so lang ist, würde ich fast sagen, ich schalte euch auf dem Weg wieder weg und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Es wird schon langsam dunkel. Ich nehme mal die Fackel raus. Mal schauen, ob Alvin noch mit uns spricht oder ob es schon zu spät ist. Ich habe zwischendurch nochmal Dung gekauft und es war eindeutig die richtige Entscheidung mit der Gerarda oder wie hieße. Weil ich habe unterwegs keine mehr gefunden, die gut wäre im Handwerken oder im Jagen. Also war das die richtige Entscheidung, die Leute einmal durchzutauschen. So, dann wollen wir doch mal gucken. Alvin ist noch auf dem Feld, so wie es aussieht. Dann können wir auch noch mit ihm reden. Ach, er kommt gerade wieder. Alvin, du bist zurück. In Ordnung, das reicht jetzt. Mach dich bereit. Wofür? Gisela hat große Pläne mit dir, aber du musst ihr beweisen, dass du die Mühe auch wirklich wert bist. Hat sie das gesagt? Nun, vielleicht hat sie nicht genau diese Worte verwendet, aber sinngemäß stimmt es schon. Und was erwartet sie von mir? Dass ich alles stehen und liegen lasse und ein einsamer Jäger wie sie werde? Der beste Jäger im ganzen Land und darüber hinaus? Möglicherweise willst du das etwa nicht? Sicher, ich wünschte, ich könnte es. Ich habe die Jagd geliebt, aber es ist nicht so einfach. Sicher ist es das. Du bist ein erwachsener Mann. Es ist an der Zeit, dass du anfängst, so zu leben, wie du willst. Heißt das etwa, wenn ich jetzt einfach so zu Gisela gehe, würde sie mich in Ausbildung nehmen? Ich glaube, ihre Pläne gehen über eine gewöhnliche Ausbildung hinaus. Eine unglaubliche Reise liegt vor dir. Ich bin sicher, sie wird dich über die Grenzen dieses Tals hinausführen. Das haut mich fast um. Es klingt so aufregend. Aber eins nach dem anderen. Du kannst nicht mit leeren Händen wieder bei ihr auftauchen. Du musst sie davon überzeugen, dass du es wert bist. Wie wäre es damit, ein Wiesent zu erlegen? Und wo soll ich jetzt ein Wiesent finden? Gisela war immer diejenige, die Tiere aufgespürt hat. Und wenn wir zusammen jagen gegangen sind... Keine Sorge, mein Freund, ich weiß genau, wo du welche finden kannst. Vielen Dank, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass ich nicht einmal mehr einen Bogen habe. Gut, dagegen kann ich etwas unternehmen. Ich besorge dir einen wirklich tollen Bogen, aber versprich mir etwas. Was? Dass du aufhörst, an dir selbst zu zweifeln. Abgemacht. Ich bin bald zurück. Der will natürlich einen Recurve-Bogen haben. Na gut, dann geben wir ihm unseren. Müssen wir aber unbedingt einen neuen bauen. Im Frühjahr ist der Flachs soweit, dann können wir auch einen neuen bauen. Hier hast du einen Recurve-Bogen, der eines guten Jägers würdig ist. Er mag kleiner und leichter zu tragen sein als ein Langbogen, aber mit ihm schießt du genauso kraftvoll, wenn nicht sogar kraftvoller. Das ist genau die richtige Waffe für eine Wiesentjagd.
Das ist wirklich großzügig von dir, allerdings weiß ich immer noch nicht, wie ich ein Wiesent aufspüren soll. Nein, aber das wirst du auf deiner Reise sicher lernen. Aber ich muss wissen, wie ich Gisela beeindrucken soll, damit sie mich nicht gleich wieder davonjagt. Damit könntest du ausnahmsweise recht haben, aber eins nach dem anderen. Ich werde dir ein letztes Mal helfen. Im Norden von Borough haben Wiesens ihre Weidegründe. Ihren Weidegrund? Achte auf jedes noch so kleine Detail, wenn du ihnen nachstellst. Ich danke dir vielmals, aber meinst du wirklich, dass ich das tun kann? Alvin, du kannst es nur herausfinden, wenn du über deinen eigenen, über deinen Schatten springst und es versuchst. Ich weiß, dass du es kannst. Deine Zukunft hängt davon ab. Du hast recht. Ich kann es tun. Ich werde es tun. Heute. Ich habe mich viel zu lange zurückgenommen. Ich werde nie vergessen, was du alles für mich getan hast. Von jetzt an werde ich auf mich selbst vertrauen. Eines Tages werde ich von Alvin, dem großen Jäger, hören. Ganz bestimmt. Pass auf dich auf. Das werde ich. Leb wohl und hier, nimm. Ich brauche das nicht mehr. Pass auf dich auf, Alvin. Eisenhacke, Eisensense. Und wir tragen zu viel. Ja, jetzt haben wir Alvin auch davon gejagt mit unserem guten, teuren Recurve-Bogen. Schweinkram. Ah, gut, Leute. Ich würde sagen, ich werde mich den Winter über ein bisschen um Steine kümmern und ich muss das Materiallager ja auch noch zu Ende aufbauen. Ich mache mal die Fackel wieder an. Ich muss das Materiallager ja noch zu Ende aufbauen. Das heißt, ihr dürft noch einmal Medieval Dynasty im Winter erleben. Und wir sehen uns erst im Frühjahr wieder in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.